Da heute das Wort Idylle mehrmals eine Rolle gespielt hat in unserem Gespräch, erlauben Sie mir zum Abschluss eine kleine monetäre Idylle vorzutragen von einem Dichter, der das Motiv vom deutschen Hans im Glück sozusagen auf die Geschicke eines 100-Mark-Scheins oder eines 100-Euro-Scheins projiziert hat. Wie könnte das Rettungspaket für den Euro im Idealfall funktionieren? Bitte machen Sie sich auf ein kleines ökonomisches Märchen gefasst. Es ist ein trüber Tag in einer kleinen irischen Stadt. Es regnet, Straßen sind leergefegt, die Zeiten sind schlecht, jeder hat Schulden, alle leben vom Kredit. An diesem Tag fährt ein betuchter deutscher Tourist durch die Stadt, hält bei einem kleinen Hotel, legt einen 100-Euro-Schein auf den Tresen der Rezeption. Er sagt dem Eigentümer, dass er Zimmer anschauen möchte, um vielleicht eins für die Übernachtung zu mieten. Der Hotelmanager gibt ihm einige Schlüssel. Kaum ist der Besucher die Treppen hinaufgegangen, nimmt der Hotelier den 100-Euro-Schein, rennt zum nächsten Haus und bezahlt seine Schulden beim Schlachter. Der Schlachter nimmt die 100 Euro, rennt die Straße hinunter, bezahlt den Schweinezüchter. Der Schweinezüchter nimmt die 100 Euro, bezahlt seine Rechnung beim Futter- und Treibstofflieferanten. Der Mann beim Korbbauern nimmt den 100-Euro-Schein, rennt zur Kneipe, bezahlt seine Getränkerechnung. Der Kneipenwirt schiebt den Schein zu einer an der Theke sitzenden Prostituierten, die dem Wirt einige Gefälligkeiten auf Kredit gegeben hatte. Die Prostituierte rennt zum Hotel und bezahlt die ausstehende Zimmerrechnung mit dem 100-Euro-Schein. Der Hotelier legt den Schein wieder zurück auf den Tresen, sodass der wohlhabende Reisende nichts bemerken würde. In diesem Moment kommt der Deutsche die Treppe herunter, nimmt den 100-Euro-Schein und meint, dass ihm die Zimmer nicht gefallen. Er steckt den Schein ein und verlässt die Stadt. Ja. Nun ist die Stadt ohne Schulden und man schaut mit großem Optimismus in die Zukunft. Guten Abend. Ja. Ja, ja.